Asdawa. Batri Takar Kalapar. Laiwasu Udam Ulhahayash. Takar Bal Tashadau. Hallo und herzlich willkommen zu Judge Gaming. Heute mit einer weiteren Runde Far Cry Primal. Ich war gerade auf dem Weg, ein wenig Collectibles einzusammeln in einer Höhle im Norden. Ja, habe mich hier so durch die Gegend gekämpft, ein paar Orte entdeckt, Collectibles eingesammelt, halt keine Mission gemacht, also eigentlich nichts, was ihr verpassen könntet, aber dann bin ich auf etwas gestoßen, was ich euch gerne zeigen möchte. Bin hier in einer Höhle relativ weit im Norden, wie gesagt, in der Nähe von Uhls Festung. Nur falls ihr das Spiel auch spielen wollt oder schon spielt und diesen Ort auch entdecken wollt. Und krabbel hier rein, nichts ahnt und sehe dann hier ein Gerippe von meinen Leuten und eine Tasche und denke mir, wow, super, und drehe mich durch Zufall um und sehe das. Das fand ich schon ziemlich eindrucksvoll. Leider komme ich nicht näher ran, also obwohl hier ein Loch im Fels ist, kann ich da nicht durchhopsen. Und es gab auch irgendein Achievement von Ubisoft, also scheint das ein Ort zu sein, den man tatsächlich nicht allzu oft findet. Das sieht für mich aus wie ein Dino mit Eiern oder vielleicht auch ein Drache mit Eiern, mit Dino-Eiern. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall ziemlich cool, wollte ich euch zeigen. Und damit beginnen wir auch gleich unsere heutige Spielesession. Ich habe vor, mir die Festung hier mal anzugucken. Und falls es nicht allzu schwer aussehen sollte, sie tatsächlich zu beobachten, also anzugreifen, wenn es doch zu schwer aussieht, möchte ich mich hier in dem Bereich um die Collectibles und die beiden Missionen kümmern und den Turm hier einnehmen. Das können wir natürlich auch zusammen machen. Also das ist wieder was, wo ich sage, das ist keine Höhle, die sich in den meisten Fällen nicht lohnt. Das können wir uns mal gemeinsam angucken. Ja, die Höhle war auch gar nicht so einfach zu erreichen. Also man musste sich hier ganz schön den Berg runterhangeln. Wie gesagt, ich bin eigentlich auf der Suche nach Collectibles und unbekannten Orten. Und wie in vorigen Videos schon erklärt, brauche ich solche Videos nicht hochladen, weil das für euch keinen Mehrwert hat. So sieht's aus, müssen wir da aber oben rum. Gibt es noch ein Venya-Event? Mal schnell gucken. Meistens ist es ja einfach nur einer meiner Jungs, der befreit werden will. Ja, in dem Fall auch. Die Jungs sind sogar schon tot. Ey, das war jetzt fies. Na gut, dann habt Spaß mit dem Bär. Hatte denn mein zuerst angegriffen? Der hat ihm gar nichts getan. Voll gemein. Ich befürchte, dass diese Festung sehr, sehr gut gesichert sein wird. Und außerdem wahrscheinlich hier oben in den Bergen ein extrem unwegsames Gelände sein wird. Und dann werde ich das erstmal noch lassen. Wobei ich letztens überlegt habe, als mein Schamane mir sagte, ich soll stärker werden, um dann und die Batterie angreifen zu können, habe ich mir überlegt, wie viel stärker soll ich eigentlich noch werden, weil ich habe ja fast alle Skillpunkte jetzt schon erreicht. Und so richtig viel ist eigentlich nicht mehr übrig. Okay, hier komme ich nicht ran. Aber das scheint der Eingang zu sein. Weil rundherum ist schroffer Fels. Hier gibt's was. Mal gucken, vielleicht soll ich ja auch noch gar nicht dahin kommen. Kann ja durchaus sein. Es gab ja diese eine Höhle, wenn ihr euch dran erinnert, an einem der vorigen Videos. Gab es so eine Höhle, in die ich partout nicht reinkam, weil da so eine Pfeiler davor waren und die konnte ich auch nicht abbrennen. Und in einer späteren, kleineren Nebenmission kam ich dann auf einmal daran. Da waren diese Pfeiler dann nicht mehr da. Also es ist dann vom Spiel halt so vorgesehen, dass man an manche Orte auch noch nicht rankommt. Aber das sieht sehr danach aus, als müssten wir unseren Tiger wegschicken. Na, dann gucken wir mal. Hier, Mr. Ull. Auf jeden Fall alles auffüllen, bevor wir in den Kampf gehen. Und dann werde ich auch mit der Eule erstmal gucken. Okay, also ganz so unwegsam ist es nicht, wie ich gedacht habe, aber es ist ziemlich groß. Hier ist ein riesen Zelt in der Mitte. Sind auch noch welche. Hier oben wäre eine gute Position, um zu starten.
Gegner rausnehmen. Wir müssen uns mal einen rauspicken, der relativ wichtig ist. Wie zum Beispiel hier diese alarmschlagenden Typen, aber nicht gerade einen, der hier total dicht dran sitzt. Wir nehmen mal den da hinten. Ja, den kann ich natürlich nicht angreifen. Okay. Also Ziel muss es sein, möglichst leise zu bleiben, die Leute, die Alarmschlagen rauszunehmen und die Alarm... also diese Alarmierungsgeräte, die die benutzen. Bei dem habe ich noch einen gesehen, da geradezu. Die erstmal auszuschalten. Weil dann kann nicht so einfach Verstärkung gerufen werden. Die Leute mit diesem Horn können trotzdem noch Verstärkung rufen, weil die eben so ein Horn um den Hals tragen. Aber das sind dann auch die einzigen. Also das sind die einzigen, vor denen ich dann Angst haben muss. Ich nehme jetzt mal meinen kleinen Bogen wieder, obwohl der weniger Schaden macht, aber mit dem kann ich dann am nächsten genau in den Kopf treffen. Weil ich mir nicht sicher bin, ob ein Kopftreffer für den hier ausreichen würde, weil der so einen Helm trägt. Warum auch immer ich jetzt keinen Takedown ausführen kann. Jetzt. Naja, bleib mal ruhig. Ich würde ihn ja freilassen, in der Hoffnung, dass er mir hilft, aber das wird er nicht. Der wird mich angreifen oder einfach weglaufen. Deswegen lasse ich das und wir nehmen lieber einen nach dem anderen hier leise raus. Bisher scheint es ja ganz gut zu klappen. Ich wundere mich gerade tatsächlich, dass es doch nur so wenige sind. Also, es sind nicht wirklich wenige. Okay. Das war blöd. Willkommen zurück. Wir sind jetzt in Uhls Lager. Oben im Norden. Man kann hier relativ ungehindert einfach außenrum reinlaufen. Es gab ja auch mehrere Stellen zum Reinklettern. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, mal den Hauptweg zu gehen, in der Hoffnung, dass ich dann schon alle Gegner sehe. Leider, oder gut für mich, habe ich überhaupt nichts gesehen. Also gar keinen Gegner. Ich wundere mich auch ein bisschen. Aha, hier ist jetzt ein Riesentor. Okay, dann ist wahrscheinlich hier erst der richtige Eingang. Jetzt wollte ich eine Runde ausspionieren. Mit Eulenkumpel. Und dann versuche ich, habe den Tiger schon weggeschickt, dann versuche ich, die ganze Sache ein bisschen geheim zu machen. Also versuchen leise durchzugehen. Ihr seht schon, wir haben hier eine Geisel. Da hinten sind noch welche. Das Gute ist, es ist mittlerweile Nacht. Das macht es für mich natürlich einfacher. Erstens werde ich nicht so doll gesehen. Und zweitens sollten einige von den Leuten schlafen. Die Großen kann ich immer noch nicht angreifen. Komischerweise. Aber den da. Okay, wichtig war jetzt erstmal nur einen Überblick zu bekommen. Jetzt muss ich halt als erstes die Leute ausschalten, die Verstärkung rufen. Davon habe ich jetzt nur einen gesehen, nämlich den da mit dem Horn. Ach nee, da hinten. Nee, das ist ein normales Horn. An diese weiß markierten Hörner können die anderen auch ranrennen und Verstärkung rufen. Das heißt, die gilt es dann auch kaputt zu machen, diese Hörner. Aber wichtiger wäre mir erstmal den Typen rauszunehmen, der Verstärkung ruft. Weil meistens, wenn ich solche Lager überfalle, die es irgendwie schaffen, mich zu sehen. Und dann natürlich Verstärkung holen. Ja, da sieht irgendwie besonders aus, der Typ da. Der hat auch nur so eine rote Kennzeichnung, was auch immer das bedeutet. Komme ich hier oben weiter? Das wäre sehr gut, weil der Typ da gerade alleine rumrennt. Sieht nicht danach aus. Ja,
versucht, den gleich mal so ein bisschen wegzuzerren. Also wenn man direkt nach einem Takedown in irgendeine Richtungstaste drückt, dann kann man die Leiche sozusagen bewegen. In der Hoffnung, dass sie dann einfach ein bisschen länger ruhig bleiben, die Leute hier. Und es sind ja doch einige, die ich da umbringen muss. Oh, jetzt könnte ich natürlich... Das könnte ich versuchen. Nee, da ist jemand in der Nähe, das würden die sehen. Relativ ungehindert durchs Lager bewegen kann. Oh, sagt er und wurde fast entdeckt. Wenn ich den hier mit einem Takedown kriege, dann werde ich den gleich hier reinziehen in den Bereich, dass er nicht gesehen wird. Wenn ich ihn kriege. Erinnert mich gerade sehr an Splinter Cell, die ganze Geschichte hier. Ich bin ja fast schon ein geheimer CIA-Agent hier und nicht mehr Urzeitkrieger. Ich glaube, das ist das letzte Horn. Wenn wir jetzt noch den Typen kriegen... der so Verstärkung rufen kann, der da hinten irgendwo sitzt. Ah, jetzt geht auch die Sonne wieder auf. Der kommt in meine Richtung. Dann können sie zumindest keine Verstärkung mehr rufen. Das wäre sehr gut. Natürlich können sie mich immer noch entdecken und dann schreien und dann alle auf mich losrennen, aber es sind dann nur die, die hier sind und nicht noch mehr. Wobei die, die hier sind, auch schon reichen. Das war jetzt, den habe ich nur entdeckt wegen der Musik. Krass. Ach, hier hinten kommt sowieso keiner mehr lang. Kann man jetzt auch liegen lassen. Selbst wenn, sie flippen deswegen nicht gleich aus, weil sie eine Leiche sehen. Also sie, ja okay, doch, sie flippen aus. Aber sie greifen mich dann nicht gleich an oder suchen mich oder wissen, wo ich bin. Und das wäre eigentlich das Wichtigste. Da ist ein großer... Verstärkung. Das heißt, jetzt bleibt uns nur noch eine gute Position zu finden. Und dann zu kämpfen. Wie verrückt. Noch wissen sie scheinbar nicht, wo ich bin. Das wird aber, glaube ich, nicht lange so bleiben. Wie es geht, zu verstecken. Jetzt können wir theoretisch auch noch ein bisschen hier Wespennester werfen. Rausgenommen werden gleich am Anfang die stinkbomben Typen, gerade wenn ich mich hier in so einer Situation verschanzen will, dann sind die natürlich Gift für mich, wortwörtlich. Bisher sehe ich noch keine Verstärkungstruppen, aber die würden anders aussehen. War ganz schön herzlos von mir, meinen Tigri einfach so vorzulassen, aber
richtig viel bleibt mir jetzt eh nichts anderes übrig. Noch wissen sie nicht, wo ich bin. Den Tigri zu holen. Wenigstens kurz wieder zu beginnen. Es scheint ja jetzt nur noch der hier oben zu sein. Ja, ist klar. Jetzt kommt hier noch Mr. Jaguar oder was? Das scheint es gewesen zu sein. Krass. Ja, leider nicht so gut, wie ich es gedacht habe. Aber wir haben das Lager eingenommen. Wer auch immer dieser da war, der stand da mit einer Lebensanzeige. Die, aha. Wer auch immer das jetzt war. Vielleicht er. So, Yuri Malchassar. Der Graue dann weiter. Wirklich? Das erklärt auch, wie man den, also warum der da im Skillmenü angezeigt wird. Aber ob das eine gute Idee ist, den mit in mein Lager reinzunehmen, ich weiß nicht. Müsste der da aber locker rauskommen. Die kleine Holztür hier sollte so einen Riesentypen nicht aufhalten. Aber okay, wir haben jetzt hier einen Gefangenen und der zeigt uns, wie man einen Faulfluch macht. Und da können wir wahrscheinlich lernen, demnächst, nehme ich mal an, wie wir diese Stinkbomben da werfen. Bin ich denn? Ups, falschen Ausgang. Ist ja witzig. Sah doch meine Höhle aber mal anders aus. Hier war doch mal so ein Stein vorne und alles. Hm, naja, okay. Ich habe gerade gesehen, hier in der Nähe ist noch irgendwo eine Hand. Die werden wir uns natürlich gleich mal holen. Ach, das ist eine ganz andere Höhle. Okay, jetzt verstehe ich. Hier ist nämlich meine Höhle, genau. Ich wollte sagen, die sah doch ganz anders aus.
witzig. Ich suche auf der ganzen Karte nach diesen Händen. Und hier direkt neben meinem Höhleneingang ist eine. So, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich würde ganz gerne nochmal gucken, wenn ich vielleicht noch irgendwo ein Lager einnehmen können, weil das gerade doch ganz gut funktioniert hat. Hier unten ist noch eins. Ich glaube, da war ich aber schon mal und da habe ich auch eine ganze Weile gebraucht, weil das ist eine ganz schön doll befestigte Position. Wir gucken uns die mal noch gemeinsam an. Wie gesagt, ein bisschen Zeit haben wir ja noch für dieses Video. Und weil das gerade gar nicht schlecht war, klappt das ja vielleicht nochmal. Wobei ich natürlich eigentlich lieber als Geheimagent weitergemacht hätte. Aber es hat dann mit der Position, die ich mir dort gesucht habe, auch ganz gut funktioniert. Normalerweise, wenn die Leute Verstärkung rufen, gerade bei so einer gut befestigten Stellung, dann ist eigentlich Ende. Weil ihr habt gesehen, was da für Typen dann auch kommen, ne? Also dann kommen die Großen, die so viel aushalten. Ich habe alle meine Pfeile verschossen, auf die fällt mir gerade ein. Also war schon ganz schön krass. Oh, was ist das? Das ist bestimmt eine heiße Quelle. Krass. Cool gemacht. So. Schicken wir einen Tigri. Ach Quatsch. Schicken den Tigri weg und holen uns den Bär. Das ist kein guter Handel. Der ist ja noch lauter und größer und schwerer. Vorgehensweise war gut. Ich hätte ihn nur treffen müssen. Habt ihr gesehen, ne? Das war ein Kopfschuss. Aber seine komische Maske, die der aufhat, hat bewirkt, dass er das tatsächlich einfach so übersteht. Ja, das Problem ist tatsächlich, wegen der Verstärkung, man muss halt die Typen mit den Hörnern ausschalten. Und gleichzeitig aber theoretisch auch alle Hörner, die in der Basis drin sind, kaputt machen. Weil über diese Hörner können auch die ganz normalen Leute, die hier so rumrennen, Verstärkung rufen. Das heißt, es bringt mir nichts, nur die horntragenden Typen auszuschalten. Okay, jetzt haben sie mich aber nicht gesehen. Theoretisch dürften sie jetzt keine Verstärkung rufen. Sind jetzt nur völlig aufgeregt, weil da einer gestorben ist. Aber ich glaube, sie beruhigen sich auch wieder. Okay, es sei denn natürlich, sie sehen mich. Sorry, Leute. Ich wollte euch eigentlich wirklich zeigen, wie man das irgendwie geheim schafft. Ist wieder daneben geschossen. Hätte ich nicht machen dürfen. Haben wir denn nicht noch... Ach so, die habe ich vorhin alle verbraucht. Ich kann ja hier noch so ein Wespending hinwerfen. Zumindest die dort ankommen, um mich zu kriegen, Schwierigkeiten haben. Boah, was auch immer das war. Achso, da fällt mir ein. Könnte helfen. Überhaupt nicht die Vorgehensweise, die ich eigentlich mag, aber es scheint trotzdem irgendwie wieder zu klappen.
Zumindest sind jetzt nicht mehr allzu viele Typen übrig. So Quatsch immer mit ihren komischen Tonmasken oder was das sein sollen. Halten die so viel aus? Das ist echt unglaublich. So, irgendwo muss noch einer sein. Ich hoffe mal, meine Leute hier schon befreien. In der Hoffnung, dass die sich Pfeil und Bogen greifen und mit mir kämpfen. Nee, okay, die hauen einfach nur ab. Aber in Ordnung, wenn Tigri den da... Wenn Tigri den holt, wollte ich gerade sagen, dann sollte es trotzdem funktioniert haben. Also tut mir sehr leid, dass es wieder nicht mit dieser, ja, Stealth-Methode geklappt hat, aber es hat funktioniert. Und wir sind jetzt auch wieder an der Zeit, das Video zu beenden. Dann zeige ich euch noch kurz auf der Karte, was wir als nächstes vorhaben. Also hier unten in dem ganzen Bereich habe ich eigentlich schon alle Collectibles gesammelt. Und wie gesagt, das mache ich auch sowieso alleine. Oki der Denker ist wieder da. Der war natürlich sehr witzig. Das könnten wir uns eigentlich nochmal angucken. Hier oben haben wir jetzt das Lager eingenommen. Da geht es aber noch weiter in die Richtung, in Richtung Norden. Aber so viel weiter dürfte es eigentlich nicht mehr gehen. Ich glaube, hier ist die Karte vorbei. Unbekannter Ort, aber da waren wir doch... Ah, nee, wir waren an dem. Okay. Dann würde ich vorschlagen, als nächstes starten wir in dem Gebiet hier. Wir werden versuchen, dieses Lager einzunehmen und das Leuchtfeuer zu entzünden und die Mission hier zu machen. Das wird unsere nächste Aufgabe werden. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert vielleicht auch meinen Channel und dann sehen wir uns das nächste Mal hier in diesem Bereich von Oros wieder. Bis dahin, ciao, ciao.